Hi, in diesem Tutorial erkläre ich euch die grundlegenden Dinge in Forge of Empires und gebe euch ein paar hilfreiche Tipps zum Spielgeschehen. Forge of Empires ist ein Strategiespiel, wo es darum geht, seine Stadt durch die verschiedenen Zeitalter zu führen. Ihr startet ja mit einer sehr kleinen Stadt. In dieser habt ihr für den Anfang auch erstmal genug Platz für die wichtigsten Gebäude. Dazu gehören vor allem Wohnhäuser und Produktionsstätten. Die Wohnhäuser produzieren für euch Münzen und sorgen für Bevölkerung, die ihr dann benötigt, um Produktionsgebäude bauen zu können. Mit diesen könnt ihr dann Vorräte produzieren. Habt ihr einige dieser beiden Gebäudearten, seid ihr auf alle Fälle schon mal auf der sicheren Seite, um die Grundressourcen ranzuschaffen. Unterschiedliche Wohnhäuser desselben Zeitalters haben unterschiedliche Produktionszyklen. Ihr solltet unbedingt die Häuser bauen, die am besten zu euren Online-Zeiten passen, damit ihr eine möglichst gute Auslastung erhaltet. Bei den Vorratsproduktionen verhält sich das übrigens ähnlich. Hier benötigt ihr aber nicht unterschiedliche Gebäude, sondern könnt in ein und demselben Gebäude unterschiedliche Produktionszyklen auswählen. Was ist jetzt aber, wenn ihr in der Stadt keinen Platz mehr habt, um neue Gebäude platzieren zu können? Eine Möglichkeit wäre das Abreißen von alten Gebäuden. Eine andere das Freischalten neuer Baufläche mit den sogenannten Erweiterungen. Diese schaltet ihr auf der Weltkarte, mit Medaillen oder im Forschungsbaum frei. Im Forschungsbaum bilden die Forge-Punkte die wichtigste Währung. Diese erhaltet ihr stündlich. Mit ihnen habt ihr die Möglichkeit, neue Gebäude und Erweiterungen für eure Stadt freizuschalten. Und natürlich könnt ihr auch neue Zeitalter erreichen. Immer mit Erreichen eines neuen Zeitalters erhaltet ihr eine kleine Belohnung und euer Rathaus erlangt ein neues Aussehen. Soviel erstmal zu den grundlegenden Ressourcen in Forge of Empires. Um die Produktivität eurer Stadt aufrechtzuerhalten und um diese sogar noch ein bisschen zu steigern, gibt es die Zufriedenheit eurer Bevölkerung. Der Bedarf an Zufriedenheit orientiert sich an der Gesamtzahl der Bevölkerung in eurer Stadt. Also sowohl die Bevölkerung, die bereits durch Gebäude beansprucht wird, als auch die freie Bevölkerung. Die Zufriedenheit kann einen von drei verschiedenen Status annehmen. Die normale Zufriedenheit der Bevölkerung, hierbei arbeiten alle Produktionsgebäude bei 100%. Die Unzufriedenheit, hierbei erhaltet ihr bei allen Produktionsgebäuden nur 50% der produzierten Münzen und Vorräte. Und die Begeisterung, hierbei erhaltet ihr immer 120% der eigentlich produzierten Münzen und Vorräte. Eure Zufriedenheit könnt ihr steigern, indem ihr Dekoration oder kulturelle Gebäude baut. Empfehlen kann ich euch hier wirklich bloß die kulturellen Gebäude, da diese auf das einzelne Feld gerechnet viel mehr Zufriedenheit bringen. Kommen wir zur Weltkarte. Die Weltkarte ist eine an die reale Weltkarte angelehnte Karte, worauf ihr euch schrittweise vorkämpfen oder vorhandeln könnt, um Belohnung, neue Erweiterung, PvP-Türme oder Gütervorkommen freizuschalten. Hierbei ist die Karte zum einen in Kontinente aufgeteilt. Diese sind des Weiteren in Provinzen gegliedert, welche in Sektoren untergliedert sind. Die Sektoren könnt ihr nun auf zwei verschiedene Varianten einnehmen. Zum einen aggressiv durch Kämpfen oder zum anderen passiv durch Handeln. Wollt ihr kämpfen, so benötigt ihr Einheiten, welche ihr in Kasernen rekrutieren könnt. Diese schaltet ihr wie alle Gebäude im Forschungsbaum frei. Wollt ihr handeln, benötigt ihr Güter, welche ihr in Gütergebäuden herstellen könnt. Dazu komme ich allerdings später noch einmal. Habt ihr nun alle Sektoren einer Provinz erobert, fällt die Provinz an euch und eure Kundschafter können gegebenenfalls weitere Provinzen auskundschaften. Habt ihr alle Provinzen eines Kontinents erobert, erscheint ein Schiff, mit dem ihr den nächsten Kontinent erkunden könnt. Na dann mal zu den Gütern. Da Münzen und Vorräte nur für euch selbst von Bedeutung sind, bilden Güter nun das entscheidende Glied, welches euch in Kontakt mit anderen Spielern bringt. Pro Zeitalter gibt es nämlich 5 verschiedene Güter, von denen ihr aber nur 2 Gütervorkommen auf der Weltkarte finden könnt. Das heißt, ein Gut, bei dem ihr das Gütervorkommen nicht freigeschaltet habt, könnt ihr zwar produzieren, aber dies lohnt sich absolut nicht, wenn man bedenkt, dass ihr ein Gut, bei dem ihr das passende Gütervorkommen freigeschaltet habt, in 5-facher Menge zum selben Preis und in derselben Zeit produzieren könnt. Also ist es profitabler, die Produktion von 2 Gütern eines Zeitalters lieber etwas anzukurbeln und diese dann im freien Markt gegen die Güter von anderen Spielern zu tauschen. Diese haben nämlich in den meisten Fällen eben andere Gütervorkommen freigeschaltet. Nun zu den Medaillen. Ich habe vorhin bereits kurz erwähnt, dass auch mit Medaillen neue Erweiterungen für eure Stadt freigeschaltet werden können. Der Preis hierfür ist jedoch relativ hoch und steigt mit jeder Erweiterung um eine große Menge an. Außerdem sind Medaillen nicht gerade leicht zu bekommen, was die gezielte Produktion vor allem mit einem geringen Level fast unmöglich macht. Wenn ihr trotzdem mehr über Medaillen wissen wollt, habe ich euch ein genaues Tutorial rund um diese oben in die Infocard gepackt. Auch anderen Spielern mit Forge-Punkten bei ihren legendären Gebäuden helfen. Auch hier gilt natürlich. Jetzt nochmal genauer zu der sozialen Seite von Forge of Empires. Hierbei könnt ihr auf unterschiedliche Art und Weisen mit anderen Spielern interagieren. Es gibt für euch 3 verschiedene Arten von Spielern. Eure Nachbarn, Gildenkameraden und Freunde. Hierbei kann ein und derselbe Spieler natürlich auch mehreren Gruppen angehören. Jedem Spieler könnt ihr helfen. Hierbei motiviert ihr eins seiner Gebäude, damit dieses beim nächsten Einsammeln die doppelte Menge der normalen Güter bringt. Außerdem erhaltet ihr selbstverständlich auch selbst eine kleine Menge an Münzen.
Nachbarn werden euch in Forge of Empires von Anfang an zugewiesen und werden automatisch nach eurem Zeitalter bestimmt. So kann eure Nachbarschaft mit der Zeit also durchaus auch mal wechseln. Neben dem Fakt, dass ihr mit euren Nachbarn wie mit allen Spielern in einer der drei Listen handeln könnt, habt ihr die Möglichkeit, eure Nachbarn anzugreifen. Hierbei kämpft ihr mit einer selbst zusammengestellten Armee gegen die Verteidigungsarmee des Spielers. Wenn ihr siegreich seid, habt ihr die Möglichkeit, Einzelgebäude des Spielers zu plündern. Dadurch erhaltet ihr die produzierten Münzen, Vorräte oder Güter des Gebäudes und der andere Spieler kann diese nicht mehr einsammeln. Um euch selbst vor solchen Angriffen zu schützen, solltet ihr eine starke Verteidigungsarmee aufstellen. Am besten eine Mischung aus 2 bis 3 unterschiedlichen Einheitentypen. Eure Freunde könnt ihr selbst aussuchen, indem ihr einem beliebigen Spieler in eurer Welt eine Freundschaftsanfrage sendet. Wenn dieser die Anfrage annimmt, habt ihr die Möglichkeit, seine Freundestaverne zu besuchen. Dort belegt ihr dann einen Platz und bringt euren Freunden so eine bestimmte Menge an Tavernensilber. Das kann man dann gegen Upgrades der Taverne oder Boosts für eure Stadt ausgeben. Zum Schluss dann noch die Gilden. In Gilden können sich Spieler zusammenschließen und gemeinsam unterschiedliche Herausforderungen bestreiten. Dazu gehören zum Beispiel der Gilde vs. Gilde Modus oder die Gildenexpedition. Umso höher die Stufe eurer Gilde ist, umso höhere Boosts erhaltet ihr als Spieler. Dies sind schnellere Rekrutierungszeiten, geringere Gebäudekosten und bei Gilden mit höheren Stufen sogar zusätzliche Forge-Punkte. Das war's dann erstmal mit diesem kleinen Anfängerguide. Wollt ihr nur noch mehr wissen, kann ich euch nur unsere Playlist mit verschiedenen Forge of Empires Tutorials ans Herz legen.